stürzen wir uns in die programmierbare Logik. Und das ist was, wo ich plane, auch mal einen Kurs dazu zu machen. Also rechnet es nicht morgen damit, weil es gibt noch diesen Mikrocontroller-Programmierkurs, der irgendwie zu 4/5 fertig ist seit einem Jahr und wir kommen nicht dazu, dass wir den fertig schreiben und der wäre quasi dann davor. Aber mein langfristiger Plan wäre dann auch einen Kurs zu machen über digitale Elektronik, wo wir dann irgendwann uns überlegen, einen eigenen Prozessor zu bauen oder irgend sowas Lustiges. Okay. Und jetzt machen wir quasi nur so einen ganz groben Überblick über wovon reden wir hier da, wenn wir programmierbare Logik sagen. Also es gibt so Bausteine, die heißen CPLDs oder FPGAs, wo ich quasi fertige Blöcke drinnen habe, so wie die 4700er Serie de facto, wo ich auch fertige Blöcke habe, aus denen kann ich meine Schaltung bauen. Da habe ich in dem FPGA auch fertige Blöcke, aus denen ich meine Schaltung bauen kann. Nur dass in der 4700er Serie gibt es hunderte verschiedene Chips und dort gibt es meistens irgendwie eine Art von Block, der aber ein bisschen universeller ist und aus das Hintereinanderreihen von vielen von diesen Blöcken in einer großen Matrix, und die kann ich dann frei verbinden, kann ich de facto jede Schaltung bauen. Das merke ich aber nicht, wie das quasi intern funktioniert. Also man kann zwar bei manchen Tools hergehen, genauso wie man bei Mikrocontroller auch hergehen könnte und sich das Assembler-Programm zum Beispiel anschauen kann, was beim C-Compiler rauskommt. In der Regel tut man es nicht, sondern in der Regel schreibt man C-Code und vertraut darauf, dass die Tools vom Hersteller oder von der freien Software-Community, dass die schon das Richtige tun. Und dann schaue ich quasi beim Mikrocontroller schaue ich meinen C-Code an und sage aus dem C-Code heraus, das ist das Verhalten, was der Chip haben wird, nachdem ich ihn programmiere. Und genauso hier, ich habe eine Software, in der kann ich definieren, wie meine digitale Schaltung ausschaut. Das tue ich in einer Sprache, die für mich verständlich ist, wo ich zum Beispiel mit Gattern arbeite und das Programm weiß dann, wie es das in die Bauteile übersetzen kann, aus denen der Chip besteht. Und jetzt könnte ich die Schaltung auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen beschreiben. Also ich kann durchaus hergehen und wirklich Schaltpläne zeichnen, wo ich Gatter habe und Flipflops und die mit Linien miteinander verbinde. Und es gibt auch Leute, die das so machen. Es gibt Fälle, wo das durchaus noch sinnvoll ist. Zum Beispiel, wenn man Designs macht, die ganz, ganz am Geschwindigkeitsmaximum sein sollen. Genauso wie man vielleicht manchmal auch bei einem Prozessor was in Assembler schreiben möchte, wenn man irgendwie sagt, ich weiß es auf jeden Fall besser und ich kann da das Letzte rausholen. In der Regel beschreibt man aber hier die Schaltungen nicht mehr über Schaltpläne, so wie wir das eigentlich den ganzen Kurs über gemacht haben, sondern über eigene Computersprachen. Und ich versuche da ganz bewusst das Wort Programmiersprache zu vermeiden, weil das zwar eine Computersprache ist, in der ich mit dem Computer rede, aber ich beschreibe eine Schaltung, nicht ein Programm. Und der wesentliche Unterschied ist, wenn ich ein Programm schreibe, dann gebe ich im Wesentlichen Instruktionen an, die hintereinander ausgeführt werden sollen. Wenn ich aber eine Schaltung beschreibe und ich habe da irgendwo drinnen und stehen, dann heißt das, es gibt ein Schaltungselement, das diese und-Funktionalität umsetzt und das ist immer aktiv. Anders bei einem Programm, das irgendwann an der Stelle vorbeikommt von dem und, gibt es dann dieses eine Gatter oder wie auch immer das dann in der Hardware implementiert ist. Und wenn sich die Eingänge ändern, dann ändert sich noch vielleicht einen Bruchteil einer Nanosekunde meistens, der Ausgang entsprechend. Also darum versuche ich das Wort Programmiersprache zu vermeiden, obwohl das durchaus üblich ist, dass die Leute davon reden, dass sie ein FPGA programmieren und so. Also das ist der einzige Grund, warum ich da jetzt darauf eingehe, damit quasi, wenn dann mit jemandem redet und der sagt, ja, ich programmiere FPGAs, dass, ja, okay, der meint was anderes und verwendet halt dieses Wort, aber wir als kleine Klugscheißer wissen natürlich, dass das gar nicht stimmt und dass das eine Beschreibungssprache ist und keine Programmiersprache. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt auf das Beispiel, was man da vorher bei den Tests gehabt hat, zurückgehe und ich tue sowas in so einem Gatter beschreiben,
beschreiben, dann wird man das in irgendeiner Form eine optimale Lösung finden. Es kann aber durchaus sein, wenn ich dann sage, ich tue jetzt nur einen Eingang D dazu und tue den Eingang D mit Y verknüpfen und als Z ausgeben, dass die anderen Ein- und Ausgänge sich plötzlich zeitmäßig anders verhalten als vorher. Ja, also die zeitmäßige... Das heißt, das ist der Vorteil bei einer diskreten Schaltung, wo ich auch, sagen kann, okay, auch da gar nicht, gleich. Auch da gar nicht. Weil ich auch bei der diskreten Schaltung, wenn ich einen also die diskrete Schaltung meinst du jetzt aus Chips, oder? Aus Chips jetzt. Aus Chips, ja. Also aus Chips, da habe ich sehr, sehr gute Kontrolle darüber, in gewissen Grenzen. Nicht? Also der Hersteller im Datenblatt, der gibt zum Beispiel meistens nur Maximums an. Und wie schnell der Chip je werden kann, das lässt er sich offen. Aus gutem Grund, weil es könnte sein, dass er die Prozesstechnologie ändert und dann hat er irgendwie eine neue Fab und dann ist alles besser und schöner und dann macht er nur noch schnellere Chips. Und das wäre ja blöd, wenn er jetzt die Bezeichnung von den Chips ändern müsste, weil er jetzt mit der ursprünglichen Beschreibung nicht mehr konform ist. Darum lassen sich die Hersteller solche Sachen oft frei. Aber ich habe tendenziell viel mehr Kontrolle, wenn ich diese einzelnen Chips habe. Ich kann aber sehr wohl auch bei einem FPGA auf dieser ganz unteren Ebene, dass ich wirklich in eine grafische Ansicht von dem Baustein hineingehe und sage, das wird jetzt direkt mit dem verbunden, mit der Nachbarzelle und diese Zelle hat diese Konfiguration und die Nachbarzelle hat die Konfiguration. Es ist nur nicht attraktiv, auf diese Art und Weise zu entwickeln. Was du aber auf jeden Fall haben wirst, selbst wenn du quasi nicht das machst, sondern ganz einfach mit FPGAs änderst, du wirst in aller Regel eine Schaltung bekommen, die am Schluss schneller ist, als wenn du das diskret aus Chips haben musst. Also wenn du quasi möglichst schnell sein möchtest und das mit einer garantierten Sicherheit sein möchtest, dann ist immer noch der FPGA trotzdem besser als die diskrete Schaltung, weil du nämlich dem Programm, mit dem du das synthetisierst, nennt man das dann, also mit dem du quasi ich versuche jetzt Programmierfile, das Wort zu vermeiden, das Bitstream-File für den FPGA erzeugst, dem sagst du nicht nur, das ist meine Schaltung, sondern dem sagst du zum Beispiel auch, dieser Takteingang, der rennt mit 200 MHz. Und dann weiß das Programm, welche Geschwindigkeiten es einhalten muss. Und wenn es das nicht kann, dann sagt es nicht, ja, da habe ich ein Design gemacht, wird schon funktionieren, sondern dann liefert es eine Fehlermeldung und sagt, das Timing, das du mir vorgegeben hast, das kann ich nicht einhalten. Das ist quasi die andersherum, du sagst nicht nur die Schaltung, du sagst auch dein Timing und das Programm schaut dann auch, ob dieses Timing eingehalten wird. Schwierig ist es halt immer dann, wenn du in die andere Richtung möchtest, wenn du nicht sagst, ich möchte mindestens diese Geschwindigkeit erreichen, sondern wenn du sagst, ich möchte mindestens diese Verzögerung erreichen. Weil das eben etwas ist, was bei FPGAs nicht vorhanden ist, als Einstellung quasi, und auch bei den diskreten Gatterbausteinen oft gar nicht vorkommt als Beschreibung, und vieles mindestens verzögert, weil man meistens in die andere Richtung optimieren möchte. Und da kann es eben sein, du nimmst deinen Chip, probierst es aus, es funktioniert super, und dann steht halt davor nicht mehr SN, sondern ein anderes Kürzel, das ist ein anderer Hersteller, und andere Hersteller hat einen schnelleren Chip, ist immer noch innerhalb der Spezifikationen, aber dein Verzögerungselement funktioniert nicht mehr so, wie es funktionieren soll. Also das kann dir passieren. Es sei denn, ich baue ein Verzögerungselement so auf, dass es immer getaktet wird. Genau, also du kannst dein Verzögerungselement takten. Du kannst dein Verzögerungselement machen über RC-Glieder zum Beispiel, dass du einen Buffer nimmst und dann einfach Widerstand und einen Kondensator und einen zweiten Buffer und dann brauchst du dann eine gewisse Zeit, um diesen Kondensator umzuladen. Aber quasi mit nur Gattern, ohne entweder synchrone Logik, also Flipflops hineinzubringen, oder analoge Elektronik, so zum Beispiel ein RC-Glied, tut man sich meistens schwer, Verzögerungslieder und solche Sachen zu machen. Gut, also ich habe dieses Programm, mit dem ich meine Beschreibung nehmen kann und daraus ein File machen kann, das ich in den Chip einspielen kann und dann spielt der Chip genau das, was ich von ihm möchte. Dann ist der quasi so wie den Chip, den ich bräuchte, um mein spezielles Problem zu lösen. Und das, was ich in diese Programme hineinstecke,
das sind eben so HDL-Files, Hardware-Beschreibung, Hardware-Description-Language. Und das ist eben eine Computersprache, keine Programmiersprache, aber eine Computersprache. Es schaut aber auch sehr aus wie eine Programmiersprache. Also manchmal findet man da so Keywords drin, wie irgendwie if und else. Und, manchmal sogar Sachen wie Schleifen, was ein bisschen obstrus ist, weil wie soll das gehen? Aber die Schleifen beschreiben dann einfach wiederholende Elemente in der Hardware. Also wenn ich jetzt irgendwie was machen möchte, wo ich einfach diese Teilschaltung brauche, aber ich brauche sie 100-mal nebeneinander, dann muss ich quasi nicht einen Block nehmen und 100-mal copy und pasten, sondern ich setze den quasi in meinem File einfach in eine Schleife und die Schleife sagt jetzt dem Synthesetool, das mach doch bitte 100-mal und schließe es so und so an. Ja, genau, weil das Synthese-Tool, also man könnte das zum Teil, man könnte sagen, man programmiert das Synthese-Tool und das könnte man quasi sagen, dass das Synthese-Tool quasi eine Art Interpreter ist, wo ich auf der einen Seite mein Design hineinstecke, dann interpretiert es das und der Ausgang von diesem Interpreter-Programm ist dann die eigentliche Schaltung. Und das ist sogar auf mehreren Ebenen wahr. Es gibt nämlich eine Liste von neuartigen Hardware-Beschreibungssprachen, die Aufsätze sind zu anderen Programmiersprachen, wie zum Beispiel Python oder Java, die quasi nur eine Java-Library sind und ich verwende quasi entsprechende API-Funktionen, um zu sagen, die Sachen sind übrigens miteinander verbunden und von mir kommt quasi nur ein Teil, aber die eigentliche Main-Routine kommt aus dem Kern von diesem Syntheseprogramm und dann kommt am Schluss eine Schaltung raus. Meistens funktionieren die quasi als Aufsätze auf andere Hardware-Beschreibungssprachen. Also ich muss halt irgendwann muss ich in das Tool vom Hersteller hinein, weil der Hersteller, nur der sagt mir halt nicht, welches Bit muss man setzen oder löschen, um dieses Verhalten auf den Baustein zu bekommen. Aber wenn ich jetzt sage, Verilog zum Beispiel ist mir nicht flexibel genug, ich möchte ein anderes haben, dann kann ich quasi so eine modernere Hardware-Beschreibung nehmen und die spuckt dann hinten drauf Verilog aus. Vielleicht ein bisschen so ähnlich wie die ersten C++-Compiler, die ja auch nur Präprozessoren für C waren. Und ich habe C++ hineingesteckt und dann ist C rausgekommen. Und damit hat der Autor von dem C++-Compiler sich nicht mit dem eigentlichen Übersetzen bemühen müssen, sondern nur um den Mehrwert von C++ und so ähnlich wird das auch hier gemacht. Wie viele gab es dann Rema zwischen Chips? Ja, von wie viel Gartner reden wir dann? Es ist, das Spektrum ist riesig. Also es gibt FPGAs und andere programmierbare Bausteine inzwischen im unter einem Dollar-Bereich. Also wenn ich jetzt quasi in den Cent-Bereich gehen möchte, dann gibt es noch nichts, aber es gibt Igloo von Axtel zum Beispiel, das ist eben ein FPGA, der, ich glaube, der 1000 Stück davon verkauft oder 10.000 Stück, kostet dann 99 Cent. Was enorm ist. Also ich habe angefangen, mit FPGAs zu liebäugeln zu einem Zeitpunkt, wo man die quasi nur verwendet hat zur Simulation, wenn man ein ASIC bauen möchte. Man sagt, naja, es ist aber sehr teuer, ein ASIC auszuprobieren. Dann ist es doch besser, wir kaufen so ein FPGA, dann können wir dort mal unser Design einspielen und testen, ob das überhaupt funktioniert. Aber dass man das in ein Produkt, das ein Endverbrauch reingeht, das würden wir nie in Erwägung ziehen. Das war halt so 95, so sind wir. Und Ende der 90er waren die FPGAs dann schon deutlich billiger. Unter anderem, zumindest ist das meine persönliche Vermutung, weil sie da auf einmal eingesetzt wurden in den GSM-Basisstationen. Das war halt so ein Markt, GSM-Basisstationen, da braucht man schon viele davon, aber nicht so viele, dass es sich auszahlt, einen eigenen ASIC dafür zu bauen. Und seitdem sind die eben runter auf diese 1-Euro-Dinge und Sachen wie einfache Mikroprozessoren und so, die kann man auch in diesen 1-Euro-FPGAs ohne Probleme implementieren. Die haben dann vielleicht ein Gatter-Äquivalent von 50.000 oder 100.000, das sind so die groben Größenordnungen. Aber es sind sowieso nur Hausnummern, weil die nämlich intern nicht mit Gattern arbeiten.
sondern mit einer anderen Einheit quasi, nämlich einer sogenannten LUT, einer Lookup-Table. Das ist genau das, was du vorgeschlagen hast. Warum nehme ich nicht einen ROM, wenn ich eine beliebige Logikfunktion mache? Die hat quasi 4 Eingänge und einen Speicher mit 16 Bit und dann schaut sie nach, welches Bit ist gemeint und liefert mir das im Ausgang. Das heißt, ich kann mit einer so einer LUT, wenn die 4 Eingänge hat, jede Logikfunktion abbilden, die 4 Eingänge hat. Egal wie viele Gatter ich dazwischen bräuchte. Und die heutigeren FPGAs gehen meistens eher in die Richtung, dass sie 6-fach LUTs haben, die sich dann aber mit eingebauten Multiplexern noch zu 2er- und 4er-Gruppen zusammensetzen lassen. Womit man dann mit einer so einer Einheit sehr, sehr beeindruckend komplexe Logikfunktionen umsetzen kann. Und es ist sehr schwierig zu sagen, was wäre denn jetzt ein gutes Gatter-Äquivalent. Also das hängt dann quasi davon ab, welche konkrete Schaltung man macht. Und dann kommt man zum Beispiel drauf, man muss sehr viel addieren. In allen digitalen Designs kommt das vor, da gibt es einen Programmground, der hochgezählt wird, eine ALU, wo ich 2 Zahlen erklären möchte. Also ein erstaunlich großer Anteil von Gatterlogik hat irgendwie mit Addieren zu tun. Und wenn ich jetzt meine FPGAs nur als LUTs baue, dann komme ich drauf, die Hälfte meiner LUTs brauche ich für Carry-Logic. Und viele FPGAs haben dann quasi in dieser Einheitszelle neben der LUT noch eine dezidierte Carry-Logic, damit man diese eine spezielle Aufgabe halt besser und effizienter machen kann. Und jetzt ist dann die Frage, soll ich mein Gatter-Äquivalent rechnen für ein FPGA, wo ich nur Addierer drinnen habe, oder für eine Schaltung, die überhaupt nicht von der Carry-Logic addiert. Und dann ist es ein Faktor 2 Unterschied, wie viele Gatter das sind, die in mein FPGA hineinpassen. Dann ist noch die Frage, wie schnell soll es denn sein? Weil ich habe jetzt dann auf meinem FPGA, sagen wir mal, 100.000 Gatter, das ist das Äquivalent dazu. Wenn ich die aber alle verwende, dann ist es ziemlich schwierig, die so räumlich anzuordnen auf dieser Fläche, dass die noch schnell miteinander verbunden sind, weil dann manchmal ein Signal quer über den Chip muss. Das heißt, wenn ich ein schnelles Design habe, dann kann ich vielleicht nur 50, 60 oder 70% von der theoretischen Kapazität nutzen, weil ich sonst unter meine Geschwindigkeitsvorgaben falle. Also damit wird es sehr, sehr schwierig, diese Gatter-Äquivalenzen anzugehen. Und man kann das Spiel natürlich von den Gattern auch angehen. Nicht? Meint man jetzt irgendwie X oder Gatter? Wenn ich jetzt die CMOS-Technologie denke, dann brauche ich mindestens 12 Transistoren für einen CMOS-Gatter, während ich ein NOR oder ein NAND mit 4 Transistoren machen kann. Also auch da ist es dann quasi schwierig, also es sind immer nur Hausnummern. Und das Erste, was die FPGA-Hersteller machen, wenn man sich quasi auf die Daten der Konkurrenz anspricht, ist, dass sie sagen, ja, ja, aber die rechnen das Gatter-Äquivalent, ja, auf eine Art und Weise, dass das eigentlich schon Etikettenschwindel ist. Das sagt natürlich jeder über jeden anderen, weil das eben so eine fuzzy Zahl ist, dass das schwierig ist, da gute Ausnahmen aufzunehmen. Aber es ist die erste Angabe, die draufsteht. Also wenn man quasi so ein FPGA-Datenblatt, dann sind die quasi gegliedert nach, willst du die 20.000 Gatter, die 50.000 Gatter, die 100.000 Gatter oder die 1 Million Gatter Variante haben. Ja, bei den ganz großen, da kommen wir eben dann dorthin, dass man auch jetzt noch, wenn ich einen großen digitalen ASIC baue, dann prototype ich den mit FPGAs. Und da gibt es eigene Platinen, wo dann auf der Platine irgendwie 20 mal 20 FPGAs drauf sind. Und so das Größte, was es gibt von Xilinx, damit ich irgendwie meinen Grafikkartencore testen kann. Es ist immer noch billiger, als es quasi auszuprobieren und das Ding einfach zu bauen, dass man das mit FPGAs testet. Und ASIC wäre dann quasi sozusagen ein fertiger Chip. Genau, ein ASIC ist ein richtiger Chip, wo ich meine eigenen Masken mache und das Herstellen von diesen Masken ist eben sehr teuer. Das Herstellen von einem Chip ist super billig, aber das Maskenset, das kann halt in der Größenordnung von mehreren 100.000 Euro bis 1 Million Euro oder noch drüber kosten. Und das dauert auch lang, so eine Iteration. Und es dauert ja auch lang, so eine Iteration zu machen, eine Maske zu erstellen. Und ja, genau, es dauert auch lang, abhängig davon, wie viel Geld ich auf dieses Problem werfen möchte, halt weniger lang oder nicht. Aber es ist, und es ist auch sehr, sehr stressig. Also wenn ich jetzt quasi ein Chip-Designer bin, dann versuche ich eigentlich möglichst wenige Silicon-Iterationen zu haben. Weil jedes Mal, wenn da was schief geht, ist irgendwas Management angefressen und jeder fürchtet, darum wird das Geld noch genug Funding haben für den nächsten Versuch. Ja. Während
in dem FPGA, da kann man auch ein bisschen experimentierfreudiger sein. Und wenn es nicht geht, ist es einmal am Knopf drücken. Also es dauert dann, wenn man diese großen FPGAs hat, kann das Übersetzen von den Designs schon in der größten Ordnung von mehreren Tagen dauern. Also das ist, und das ist natürlich auch oft, wenn man so Programmieren kennt, das kommt man mal nicht, dass man einen ganz dummen Bug hat. Und dann sagt man, natürlich, und man ändert eine Zeile und sagt, nein, natürlich nicht. Und dann ändert man nochmal und man braucht eben so 3-4 Iterationen, bis man den Knoten im Hirn aufgelöst hat. Und wenn einem sowas passiert beim FPGA-Design dieser Dichte, dann hat das gerade eine Woche gekostet, wo man halt an anderen Projekten gearbeitet hat, weil da hat gerade den nächsten Test übersetzt und man hat gewartet. Ich kann dazu ein paar Zahlen sagen. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Programmierer, der das macht, aber ich kriege das mit. Wir setzen bei uns in der Firma AFPGA ein, ich weiß jetzt nicht, welcher Typ, das weiß ich nicht, aber auf dem rennen oben 4 Prozessoren, 4 eigenständige Prozessoren plus 4 Netzwerkcontroller, die dann wieder über Multiplexer sich zusammenschalten lassen und so weiter, auf eigene Physical Layers rausgehen und. Und ich weiß auf der anderen Seite, wenn wieder andere FPGAs, wenn die synthetisiert werden, die rennen bei uns schon einmal 8 Stunden auf einer sehr, sehr flotten Maschine. Also es gibt von den Herstellern auch eigene Tools, um sowas im Netzwerk zu verteilen, dass ich irgendwie, aber auch das, also meine Erfahrungen sind meistens, dass das Neuübersetzen eine Übernachtsache ist. Also man versucht quasi über den Tag irgendwie in allen Projekten so weit zu kommen, dass man die nächste Iteration machen kann und dann rennt das gesamte Werk über Nacht und dann hat man am nächsten Morgen quasi für die 3-4 Projekte, die gerade laufen, jeweils das neue Programmierfile und kann dann eben einspielen und testen. Weil wir eben vorher gemeint haben, man kann schon am FPGA auch messen mit Programmen von den Herstellern und so, aber das ist eben auch so ein neues Übersetzen. Und das heißt quasi, ich habe mein Design und mein Design funktioniert nicht und dann muss ich sagen, welche Signale sollte ich mir denn anschauen? Und dann sitzt man als Team zusammen und diskutiert eine Stunde, welche Signale man sich anschauen soll, weil man kann halt nicht alles, sondern man muss eine Auswahl treffen und man hat halt einen Anlauf pro Tag quasi. Nicht? Und wenn man dann am nächsten Tag auf die Signale drauf schaut und man sagt, wenn dieses Signal an der Stelle high ist und dieses Signal an der Stelle low, was macht dann dieses Signal, das wir uns nicht anschauen? Also man muss quasi in dieser Besprechung dann alle Eventualitäten berücksichtigen und sagen, okay, wenn das rauskommt, was würden wir uns dann anschauen, damit man zumindest einen Schritt weiter ist und dann noch halb so viele Iterationen im Debuggen braucht. Das war bei mir vor 2 Jahren, nach 1,5 Jahren der Fall, da war ein Fehler in dem FPGA und ich habe den reportet und dann, ich habe nicht gewusst, was der Fehler ist. Ja, aber ich wusste, da ist ein Fehler drin. Und der Entwickler dann sagt, na, schick mir das Programm und ich lasse es in der Simulation drüber rennen. Das dauert eine Woche. Wenn du Pech hast, dauert das eine Woche. Ja, er hat gebraucht nur für die ersten paar Millisekunden, wo ich dummerweise ein Printf drinnen gehabt habe im Programm, ja, hat er gebraucht 3 Stunden. Ja. Also wir können über FPGA gerne noch stundenlang reden. Lass uns das jetzt machen. Man kann, und ich kann darüber stundenlang darüber reden, weil ich nämlich so ein Synthese-Tool geschrieben habe. Das ist meine Bachelor. Der Kiffer für was steht denn? Die Abkürzung ASCII. Application Specific Integrated Circuit. Der Name ist heute ein bisschen irreführend. Weil ursprünglich war es quasi so, entweder nehme ich quasi solche 4700er Chips oder ich mache einen Chip für meine Anwendung, der quasi mehr kann. Aber heute sagt man zu einem ASIC, sagt man zum Chip dann ASIC, wenn er ein komplexerer Chip ist, egal ob er für die Anwendung von einem konkreten Kunden gemacht wurde oder von einem Chip-Hersteller für eine breite Masse, aber es ist halt ein komplexerer Chip und nicht nur was, wo ein paar Gatter drinnen sind. Also von daher ist die Bezeichnung ein bisschen irreführend, aber es ist natürlich für die Technologie irrelevant, für wen
das Ding ist. Es ist halt ein komplexerer Chip, der über die eine einfache Funktionalität hinausgeht. Also wenn ich jetzt heute irgendwie eine CPU zum Beispiel mir hernehme, das ist durchaus ein universeller Baustein für einen großen Markt, aber aus der Sicht eines Chip-Entwicklers ist das ein ASIC. Gut. Also da haben wir hier ein paar Fragen. Die erste Frage ist, kann ich jetzt mit so einem FPGA oder so einem CPLD alles nachbauen, was diese 74er Serie kann? Oder gibt es da irgendwelche Grenzen? Etwas, was ich quasi aus diesen 74er Chips bauen kann, aber nicht aus einem FPGA? Scroll dann auch mal rauf zu diesem Auszug. Vorstellen, dass zum Beispiel Schmidt-Träger nicht gehen. Genau, also der Schmidt-Träger und der Open Collector Ausgang, das sind so Sachen, das kann man vielleicht schon, also man kann vielleicht einen CPLD nehmen, der speziell Schmidt-Träger Eingänge hat oder einen, der einen Open Collector Ausgänge hat, also so Tri-State Ausgänge sind oder so. Aber es ist quasi schon ein bisschen außerhalb von dieser strikten Definition, also ich sage jede Logikfunktion. Also bei den 74ern Chips, als die spezifiziert waren, sind die Grenzen noch ein bisschen schwammiger gewesen zwischen was ist jetzt analog und was ist digital, weil letztendlich sind sie immer Elektronen und das ist alles analog. Also im einen Fall sage ich, mich interessieren nur zwei Bänder sozusagen im Spannungsbereich und damit erspare ich mir gewisse Schwierigkeiten. Aber wenn man quasi diese gesamte Liste von 74ern Chips durchgeht, gibt es eine ganze Reihe, wo man sich denkt, naja, das ist schon so ein bisschen halb analoge Geschichte. Und da muss ich natürlich dann aufpassen. Solange ich im rein digitalen Bereich bleibe und wirklich nur sage, da ist ein Gatter und da ist ein Takt und da ist ein Flipflop, kann ich eigentlich alles, was ich aus diskreten Bauteilen aufbaue, auch aus einem FPGA aufbauen oder einem CPLD. Es wird ein bisschen schwieriger bei sogenannten asynchronen Schaltungen, die quasi nicht von einem Takt gesteuert sind, sondern wo ich nur Gatter habe, in einer raffinierten Art und Weise zu sagen. Und das hat dann damit zu tun, dass ich eben ein bisschen weniger Kontrolle darüber habe, wie die tatsächliche Implementierung ausschaut. Und das sind oft Schaltungen, wo es dann davon abhängt. Naja, wenn der schaltet, kommt dann die Änderung bei dem oder bei dem Gatter früher an. Also wenn ich quasi solche Überlegungen anstellen muss, dann sollte ich vorsichtig sein, generell, aber insbesondere, wenn ich es aus einem FPGA oder einem CPLD aufbauen möchte. Okay, dann haben wir hier diesen Punkt, den wir jetzt so nicht machen, wir sollen im Internet recherchieren, welche Hersteller es gibt und in welcher Preisklasse die sich verhalten. Das ist, glaube ich, der Punkt im ganzen Skriptum, wo ich froh bin, dass ich nicht irgendwo eine Liste von Antworten zusammengestellt habe, weil ich das Skript um 2010 geschrieben habe und das ist ja alles ganz anders. Gut, das ist mal interessant, da ein bisschen zu schauen. Also die großen Hersteller sind halt Xilinx und Altera und dann gibt es noch ein paar andere. Und das kann auch ganz lehrreich sein, dort einfach mal ein bisschen zu stöbern, was haben die eigentlich im Angebot sozusagen, wie groß sind diese Dinge. Von allen Herstellern gibt es auch jede Menge Datenblätter und Whitepaper und so. Und eins, das ich sehr empfehlen kann, von Xilinx, was ich konkret, dass das gibt, ist das vielleicht, das kommt dann hier sogar unten noch. Scroll ich gleich da runter und springe ein bisschen. So, da gibt es von Xilinx so ein Dokument, hier zum Vertex 6, der ist schon ein bisschen älter ist, so dieses Configurable Logic Block User Guide heißt das ja. Und da wird quasi so diese Einheit, aus denen die Fabric-Logik, wie das heißt, zusammengesetzt ist, also dieser Basic Building Block, der wird hier erklärt. Und sollten wir irgendwas mit FPGAs machen wollen, dann finde ich das sehr, sehr gut, irgendwie mal damit anzufangen. Und einfach nur, weil es sinnvoll sein kann, zu wissen,
was ist denn das Ziel, was dieses magische Tool macht. Man muss jetzt nicht jede Transformation verstehen zwischen meiner Eingabe und dem, was als Entschaltung rauskommt am Chip. Aber wenn quasi die andere Seite ein völliges Mysterium ist und man sagt, naja, ich schicke halt irgendwelche Beschreibungen rein, am Schluss kommt was raus, was funktioniert oder nicht funktioniert, dann will man halt oft von einem Tool, dass es Sachen macht, die irgendwie sehr, sehr unnatürlich auf diese Building Block passen. Und dann wundert man sich, warum die Designs nur mit 2 MHz laufen und warum sie riesig groß sind. Und von daher macht es Sinn, sich das dann mal anzuschauen. Okay, wir springen ein bisschen rauf und runter in unseren Punkten. Wir haben hier einen Diskussionspunkt. Wir haben ein bisschen Verilog HDL-Coder. Das ist eben jetzt so eine Beschreibungssprache für Schaltungen. Es gibt 2 große Sprachen. Die eine heißt Verilog HDL und die andere heißt VHDL. Und dann gibt es manche Leute, die behaupten, dass das V in VHDL für Verilog steht. Aber das tut es natürlich nicht. Das steht für VHSEC, also Very High Speed Integrated Circuit. Aber ich persönlich bin halt so ein Verilog-Anhänger und darum habe ich hier ein Verilog-Beispielprogramm gewählt, einfach nur um zu zeigen, wie sowas ausschaut. Also wir haben hier ein Modul, das ist sozusagen diese Einheit, die vielleicht in C die Einheit eine Funktion ist oder in Pascal die Einheit eine Prozedur. Gibt es halt hier ein Modul, das eben so eine Schaltung beschreibt, heißt Test, hat folgende Ports, Clock, Mode, In und Out. Da muss ich irgendwie beschreiben, was das ist. Seit Verilog 2001 kann ich das auch da drinnen in den Klammern machen, dann schaut es ein bisschen C-ähnlicher aus und so schaut es ein bisschen K- und RC-mäßig aus. Und da sage ich jetzt Clock und Mode, das sind Eingänge. Input ist auch ein Eingang, aber ein 4-Bit-breiter Eingang. Und das führt oft zu Verwirrung, weil das ist ein 4-Bit-breiter Eingang, aber die Zahl 4 steht hier nicht, sondern steht nur, die Bits heißen 3 bis 0 und das sind halt 4 Bits. Und Out ist auch 4 Bits, 3 bis 0, ist ein Output und ist ein Register, REC. Wobei REC, ursprünglich stand REC für Register und das Schlüsselwort heißt halt immer noch so, weil man kann ja schwer die Sprache ändern, es gibt ja urviel bestehenden Code, aber wenn man den Standard liest, dann steht dort nirgends mehr, dass das REC Register heißt, weil nämlich je nachdem, was ich hier für Code schreibe, kann das ein Register sein oder auch nicht. Und in dem Fall wird es aber ein Register, also in dem Fall stimmt diese Abkürzung. Und hier beschreibe ich dann quasi meine eigentliche Schaltung und die beschreibe ich in einer Art und Weise, die eben so sehr programmiersprachenähnlich ausschaut. Das ist das Schöne an HDLs und gleichzeitig das Gefährliche an HDLs. Weil das ist es eben dann, wo ich Sachen verlangen kann von einem Tool, wo ich sage, naja, das beschreibt doch eine Schaltung, die genau das macht, was ich möchte, aber es passt irgendwie nicht gut auf das, was ich in der Hardware zur Verfügung habe und dann muss das Synthese-Tool irgendwelche solchen Kopfstände machen, um das zu implementieren. Also was ich sage ist, hier ist eine Zeile Code und führe die aus, dann immer eine positive Flanke am Takt daherkommt. Also das klingt irgendwie sehr programmiermäßig, nicht? Ich habe eine Instruktion und die soll ausgeführt werden, wann immer diese Flanke ist. Wie würde ich denn das machen in einer Schaltung, wenn ich dieses Verhalten haben möchte? Naja, mit einem Flipflop. Ja, das ist ein D-Flipflop. Also das hier, das führe ich einfach immer aus. Nicht? Das ist eine Schaltung. Aber ich kann am Ende kann ich ein D-Flipflop hintun. Und das D-Flipflop übernimmt den Eingang ja nur dann, wenn eine positive Flanke ist. Und damit habe ich etwas, was von außen, wenn ich hier nicht hineinschaue, sondern die Ausgänge und die Eingänge anschaue, dass etwas, was so ausschaut, als würde es diese Operation genau zum Zeitpunkt der steigerten Flanke durchführen. Das hat 2 Gründe, warum man das so schreibt. Erstens, es ist super bequem. Und zweitens, ursprünglich war das nicht gedacht, dass man daraus Schaltungen machen kann. Sondern ursprünglich war das gedacht, um Schaltungen zu simulieren. Also zuerst beschreibe ich quasi meine Schaltung auf dieser Ebene, kann es in einem Simulator laufen lassen und der Simulator tut sich natürlich leicht. Er sagt, okay, ich registriere ein Event bei der steigenden Flanke auf diese kleine Routine, die läuft und dann diese Aktion ausführt. Und dann gehe ich händisch her und ersetze dieses Modul
durch eine andere Beschreibung, die konkrete Bausteine verwendet, die ich zur Verfügung habe. Und ich kann dann quasi die Simulation vergleichen mit dem einen und mit dem anderen Modul und so feststellen, ob ich das Richtige gemacht habe. Und dann ist man, zu Anfang der 90er, kam das dann auf und gesagt, Moment, wir können dann Programme schreiben, die das tun, da braucht man nicht jemand sich selber überlegen, wie kann ich denn das aus Gattern machen. Und jetzt hat man das eben, dass man auf diese Art und Weise Schaltungen beschreibt, die nichts damit zu tun haben, dass diese Zeile Code ausgeführt zu einem bestimmten Augenblick, aber die Sprache ist halt vorher definiert worden und es hat sich herausgestellt, dass es gar nicht so unbrauchbar als Konstrukt. Man muss das halt nur einmal verarbeitet haben, wie das auf die Schaltung passt. Weil solange man das quasi nur wie eine Programmiersprache betrachtet, schreibt man da Code, der furchtbare Dinge tut, wenn er quasi in eine Schaltung übersetzt werden soll. So, und das ist der Befehl selber. Der Befehl ist weise out einen neuen Wert zu. Und dann haben wir hier so ein Fragezeichen, Doppelpunkt-Operator, wie in C, da quasi sagt, wenn das wahr, dann nimm das, wenn das falsch, dann nimm das. Und wenn Mode quasi 1 ist, dann wird einfach der Wert von Input auf den Output übernommen. Also dann ist das einfach nur ein B-Flip-Flop, das den Wert durchgibt. Wenn Mode aber falsch ist, dann soll er den Input plus den aktuellen Output zusammenzählen. Also er zählt dann den Input dazu. Ist das wirklich ein Zusammenzählen oder ist es ein Oder? Nein, das ist wirklich eine Addition. Ein Oder wäre schon ein Pipe. Also die Operatoren in Verilog sind praktisch 1:1 so wie in C. Was anders ist, sind die Regeln, wenn man Signed und Unsigned zum Beispiel kombiniert. Und da gibt es ein paar seltsame Corner Cases, weil da habe ich nämlich alle Bitbreiten und nicht nur, vielleicht ist das 8 oder 16 Bit, sondern da kann ich irgendwie zwei 8-Bit-Zahlen zusammenzählen und vielleicht eine 9-Bit-Zahl erwarten, aber vielleicht nicht. Und wenn er dann irgendwie falsch sagt, naja, zwei 8-Bit-Zahlen sind wieder eine 8-Bit-Zahl, dann ist das Carry vielleicht nicht richtig berücksichtigt. Also die Schaltung, die hier beschrieben ist, ist eben dieses D-Flip-Flop mit dem Clock-Eingang, dann, was ist das? Jetzt zeige ich mal dieses Symbol, das ist lang her. 2 Monate. Also wenn es dann spitz hätte, hätte es so eine Leuchte oben. Ein Multiplexer. Den kann ich umschalten zwischen zwei verschiedenen Eingängen. So. Da habe ich meinen Eingang. Und der Eingang, der kann eben in einen Addierer hineingehen. Zeichen der Tiere einfach mit einem Kasten oder einem Plus drin. Ja, so. Oder direkt. Und der zweite Eingang von dem Addierer, der kommt von außen. So. Also das ist die Schaltung, die beschrieben wird in diesem HDL-Code. Wir haben unser D-Flip-Flop. Das Always at Posset Stand soll diese Instruktion ausgeführt werden. Und dann haben wir am Dateneingang einen Multiplexer hängen. Das ist der Fragezeichen Doppelpunkt-Operator. Der Moduseingang, der steuert, welche Seite wir haben wollen. Wenn Modus 1 ist, dann übernehmen wir den Eingang so, wie er ist. Und wenn Modus 0 ist, dann tun wir eben den Eingang mit dem alten Ausgang zusammenzählen. Wir könnten jetzt zum Beispiel hergehen und in alles auf 0 und Mode auf 1, dann setzen wir den Ausgang zurück, dann ist der Ausgang zum Beispiel 0. Und dann tun wir in auf 1 setzen und Modus auf 0, und dann wird der Ausgang mit jedem Takt in 1er Schritten zum Beispiel raufziehen. Also so schaut der Prozess aus von, hier haben wir etwas, was ausschaut wie Programmcode, so wir haben eine tatsächliche Schaltung. Wenn man anfängt, mit diesen Dingen zu arbeiten, dann empfehle ich einfach mal die freien Entwicklungsumgebungen runterzuladen. Entweder die von Xilinx oder Altera, oder die Programme, die ich geschrieben habe, und solche Dinge hineinzuwerfen und sich einfach nur die Schaltungen anzuschauen, die herauskommen. Quasi zu versuchen, vorherzusagen, wie wird das Tool
diese Eingabe interpretieren. Als grundsätzliche Daumenregel, wenn man das mal gemacht hat, diese Übungsschritte, empfehle ich, nie HDL-Code zu verwenden, von dem man nicht wüsste, wie man es händisch übersetzt in einen Schalter. Das heißt nicht, dass man das machen muss, weil manchmal ist das urmühsam, das war jetzt ein ureinfacher Fall. Aber wenn ich keine Ahnung habe, wie das gehen soll, dann ist das meistens ein Indikator dafür, dass das Tool seltsame Dinge tun wird. Meistens ist das Tool viel gescheiter und viel kreativer, aber das heißt nicht, dass es unbedingt was Effizientes liefert. Im Zweifelsfall, wenn ich vermute, das Tool kann eh was Gutes machen, dann sollte ich es mal an einem kleinen Beispiel ausprobieren und schauen, was kommt eigentlich. So, also was ist der Unterschied zwischen so einer harten Beschreibungssprache und traditionellen Programmiersprachen? Sobald es einmal hineingegossen ist. Jetzt ein bisschen leise. Sobald sie hineingegossen ist. Natürlich kann man es löschen und neu programmieren, aber sich nicht mehr ändern lässt. Bei einer Software kann, ich meine, das ist so eine Mischung zwischen... Das hängt aber davon ab, ob ich eine Haber-Maschine habe oder eine von Neumann-Maschine. Weil der von Neumann-Automat hat einen gemeinsamen Daten- und Programmspeicher, aber die Haber-Maschine hat ja getrennten Daten- und Programmspeicher und das Programm kann nicht verändert werden von sich selber. Ich kann auch ein Programm in einem EEPROM ablegen und das kann ich dann so schnell wieder ändern. Aber eigentlich ist es ähnlicher paralleler Programmierung, also wo mehrere Prozesse gleichzeitig Also in VHDL, der anderen Sprache, da heißen solche Sachen da, wo es mit dem Always beschrieben ist, das heißt sogar Prozess. Um eben das zu unterstreichen, dass es so ist, wie wenn dort mehrere Prozesse gleichzeitig laufen. Das ist natürlich kein Betriebssystemprozess, aber sie haben das so genannt. Und letztendlich von dem, was rauskommt, ist natürlich... Ist das jetzt nicht? Also, ist das jetzt für Code? Das ist ja. VHDL. Nein, das ist nicht VHDL. Das sind zwei Sprachen. Die eine heißt VHDL und die andere heißt Verilog-HDL. Okay. Das ist und den Clifford. Ja. Mein Ding ist Verilog-HDL. Also ich habe ein Programm geschrieben, das Verilog-HDL verarbeiten kann und FPGA-Synthese und ASIC-Synthese und ein paar andere Sachen damit machen kann. Das eine ist entwickelt vom Militär, vom US und vom Amerika. Das andere ist Europa? Nein. Du meinst wahrscheinlich, dass das Verilog vom US-Militär entwickelt worden ist, aber es ist nicht vom US-Militär entwickelt worden, sondern von Cadence. Cadence. Aber mittlerweile ist beides ein IEEE-Standard. Also es ist... man kann jetzt quasi nicht mehr unbedingt sagen, der Hauptunterschied ist, wer dahinter steht, weil es ist die gleiche Organisation an beiden Fällen. Also es ist quasi insofern massiv parallel, als dass es eben eine Schaltung beschreibt, letztendlich. Und in der Schaltung eben immer alles zu jedem Zeitpunkt aktiv wird. Natürlich gibt es Bauteile, die zu einem gewissen Zeitpunkt interessanter sind als zu anderen Zeitpunkten. Das ist Flipflop, ist am interessantesten dann, wenn der Takt gerade schaltet, aber überall anders ist es auch da und bleibt halt konstant seinen Eingang, seine Erfahrung. Okay, dann haben wir schon gesagt, es macht Sinn, sich das mal anzuschauen, diese Basic Building Blocks. Und da habe ich dieses eine Dokument empfohlen. Das ist jetzt schon wieder eine ältere Architektur, also man kann natürlich sich einen neueren anschauen, aber das... Da zeigen sie eigentlich ziemlich viel, von dem wie das Ding funktioniert. Also man weiß dann quasi nicht, welches Bit müsste man in diesem Programmierfile toggeln, um diesen Effekt zu erzielen, aber abgesehen davon hat man ein sehr, sehr gutes Verständnis dann, wie diese Bausteine das machen, dass sie beliebige Logikfunktionen abbilden können. Okay, noch Fragen?
Also wenn ich es richtig verstanden habe, der Unterschied ist quasi, dass ich eine Hardware-Beschreibungssprache synthetisieren kann und eine Hardware gießen kann sozusagen. Genau. Ja. Und ein Programm kann ich kompilieren und einen Prozessor ausführen lassen. Aber genau. Ein Programm wird quasi immer interpretiert. Schrittweise ausgeführt. Schrittweise ausgeführt, genau. Während das in der Simulation schrittweise, darum dauert es auch so lange. Ja. Weil quasi der FPGA mit den 1 Million Gatteräquivalenzen, der kann quasi 1 Million Dinge gleichzeitig machen, jetzt blöd vereinfacht. Mhm. Während wenn ich das gleiche simulieren möchte, dann muss eben der Computer hergehen und braucht 1 Million Operationen. Und das wird natürlich mehr brauchen als 1 Million Instruktionen in seinem Programm selber. Obwohl die Simulationstools alle sehr gut sind. Also die sind alle Compiler. Also das ist nicht wieder ein eigenes Programm da, was nachschaut, was muss ich jetzt machen und dann macht es das, sondern aus Geschwindigkeitsgründen übersetzen die meisten diesen HDL-Code in sowas wie C-Code und schicken das dann durch einen klassischen Compiler, damit das halbwegs schnell läuft. Okay. Wenn ihr das eigentlich quantisiert abarbeiten oder sollen wir das mit Event bezogen und dann triggern so alle Gatter, die da dranhängen oder so? Es ist eine Mischung von beiden. Also wenn man ein bisschen Verilog lernt, wird man schnell lernen, dass es hier zwei Arten von Zuweisungen gibt. Nämlich dieses hier, das kleiner gleich sozusagen, und dann ein einfaches ist gleich. Und wenn da ein einfaches ist gleich steht, dann würde quasi das Out sofort updaten in diesem Schritt. Das ist aber blöd, wenn ich jetzt irgendwie einen zweiten Always-Block habe, wo das Out quasi ein Eingang ist, und ich führe die quasi in dieser Reihenfolge aus, dann würde ich das quasi hier updaten, noch bevor der zweite den alten Wert verarbeitet hat, für seine positive Flanke vom Block. Also wenn ihr euch erinnert, wie wir die getakteten Logik gemacht haben, da haben wir so ein Schaltbild gehabt. Hier. Wo wir gesagt haben, wir haben hier überall unsere Flip-Flop-Stufen und die kriegen gleichzeitig den Takt. Und vor dem Takt baut sich mal hier irgendwie ein Wert auf und liegt dann stabil an. Und der alte Wert hier wird eben in diese Logikstufe hier eingespeist. Und die macht halt, was sie tut, und dann liegt hier. Und dann kommt der Augenblick, wo der Takt kommt und beide schalten gleichzeitig. Und der ändert seinen Ausgang, aber das ändert nichts daran, dass zu diesem Zeitpunkt hier noch der alte Wert anliegt. Das braucht ein bisschen Zeit, bis der neue Wert durchkommt. Das heißt, wenn der Takt kommt, arbeiten sie quasi beide mit dem alten Wert und erst danach wird der neue Wert ermittelt. Wenn ich jetzt aber ein Programm habe, das diese Sachen sequenziell ausführt, und ich hätte quasi hier einen Always-Block, der beschreibt out, dann habe ich hier drunter einen zweiten, der liest out, und ich tue zuerst das ausführen und dann führe ich das andere aus, dann würde der schon den neuen Wert lesen. Ich hätte quasi einen Takt übersprungen, so wenn diese Logikstufe unendlich schnell wäre. Und das ist nicht gut. Und darum gibt es eben diesen anderen Zuweisungsoperator, diesen kleiner ist gleich, der, wenn die Zuweisung ausgeführt wird, nur in ein Journal hineinschreibt, dieser Wert soll out zugewiesen werden. Und wenn er für den Zeitschritt mit allem fertig ist, dann geht er das Journal durch und sagt, okay, was muss ich denn jetzt zuweisen als Ergebnis von diesem Berechnungsschritt? Und da wird es viel gestritten. Also wenn man die einschlägigen Foren und so schaut und dann so diskutiert, ist es besser, das den einen oder den anderen Zuweisungsoperator zu verwenden. Also es gibt Fälle, da ist es ganz klar, aber es gibt viele Fälle, da kann man sich so aussuchen, da wäre es in beiden Fällen quasi, wäre die Simulation richtig. Und wenn man das so schreibt, hat man halt den Vorteil, man ist auf der sicheren Seite. Das ist auch etwas, was ich eigentlich bevorzuge. Eher auf der sicheren Seite sein. Aber wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, bei Nvidia arbeite und ich möchte meine neue GPU simulieren, dann macht und sowas, wenn ich das quasi überall durchgezogen habe, dann kann das einen Unterschied machen, ob die Simulation eine Dreiviertelstunde braucht oder eine Stunde. Und dann hat das natürlich was für sich, zu sagen, naja, man kann ja nachdenken und dort, wo man durchkommt in einem einfachen Zuweisungszeichen, dort macht man das, weil man dann diesen Zwischenschritt über das Journal nicht gehen muss, sondern man kann direkt eine Speicherstelle in der Simulation updaten. Wenn man sowas dann debuggt und man glaubt immer, man Fehler im Chip und da steckt man irgendwie eine Woche Arbeit hinein, nur um rauszukommen, an der Stelle hätte ich diese Vereinfachung nicht machen dürfen. Auch blöd. Also
Ja, aber ich glaube, das beantwortet die Frage mit das größte Potenzial. Okay, sonst Fragen?